Hallo liebe Hausbauhelden! Heute geht's bei Kurz erklärt um die Frage Garage oder Carport. In diesem Video erfahrt ihr etwas über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Parkmöglichkeiten. Es gibt Planungstipps und Genehmigungsfragen und natürlich geht's um die Kosten. Kommen wir als erstes zu den Vor- und Nachteilen von Garage und Carport. Die Garage bietet als geschlossener Stellplatz Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Marderbiss. Man hat kein Eiskratzen im Winter und keinen Hitzestau im Sommer. Zusätzlich bietet sie einen sicheren Abstellplatz für Fahrräder und Gartenwerkzeuge und kann auch mal als Werkstatt genutzt werden. Außerdem bieten Versicherungen für Garagenwagen ca. 5% Rabatt. Nachteile können sein die höheren Kosten, der höhere Platzbedarf, aber auch Feuchtigkeitsprobleme bei schlecht belüfteten Garagen, die zu Rost- und Schimmelbildung führen können. Hier hilft ein Garagenlüfter, ein teilweise gelochtes Tor, Lüftungsschlitze oder einfach ein Fenster, das man auch mal kippen kann. Das macht es auch schöner, wenn man mal eine Garagenparty feiern oder in der Garage werkeln will. Auch der offene Carport hat Vorteile. Belüftungsprobleme hat man hier zum Beispiel keine. Das Auto kann hier immer schnell abtrocknen. Für Eilige kann auch ein Argument sein, dass das Öffnen und Schließen des Tores entfällt. Außerdem ist der Carport kostengünstiger. Und er lässt sich auch bei weniger Platz vor dem Haus integrieren. Zusätzlich lässt sich mit einem Carport auch ein geschützter und doch offen wirkender Eingangsbereich gestalten, wenn der Carport zum Beispiel einfach unterm abgeschleppten Dach über dem Hauseingang integriert wird. Das ist natürlich alles eine Frage der guten Planung und damit sind wir auch schon bei Punkt 2, den Planungs- und Genehmigungstipps. Sinnvoll ist es meistens, Haus- und Parkmöglichkeit in einem Aufwasch zu planen und eventuell auch zu bauen. Dann hat man erstens alles aus einer Hand abgewickelt und auch die Genehmigungsfragen sind in einem Aufwasch geklärt. Stichwort Genehmigung, wenn ihr euren Stellplatz nachträglich und separat bauen wollt. Je nach Bundesland ist es uneinheitlich, ob der Bau genehmigt oder nur der Gemeinde angezeigt werden muss. Während in Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland in der Regel eine Genehmigung erforderlich ist, verzichten Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf diese, wenn die Landesbauordnung und der Bebauungsplan eingehalten werden. Alle anderen Bundesländer machen die Genehmigungspflicht von der Garagengröße abhängig. Wer kann, sollte alles gleich aus einer Hand planen und bauen lassen. Dann ist das optisch aufeinander abgestimmt und auch der Dreck ist mit einem Mal erledigt. Wichtig wird das vor allem, wenn man eine Verbindungstür von der Garage ins Haus haben möchte, was natürlich praktisch ist, weil es kurze Wege schafft. Aber dann wird eben auch Einbruch- und Unfallschutz wichtig. Im Übergang von der Garage ins Haus muss eine feuerhemmende Tür eingesetzt werden. Sollte die Garage direkt an einen Wohnraum anschließen, ist der Einsatz einer Feuerschutztür erforderlich. Das Garagentor sollte dann auch einbruchsicher sein, gerade wenn hier auch teure Fahrräder oder Gartengeräte stehen. Komfort bieten elektrisch betriebene Tore, die per Funkschalter oder Smartphone geöffnet werden können. Dann hat man auch keine Wartezeit oder kein Aussteigen beim Einparken, was gerade bei schlechtem Wetter angenehm ist. Oft ist vor der Garage auch zwingend ein Abstand von 5 Metern zur Straße oder Bürgersteig Vorschrift, damit das sich öffnende Tor oder das wartende Auto nicht den Gehweg blockiert. Hier kann es örtliche Vorschriften geben, dass Torantriebe eingebaut werden müssen, wenn das Garagentor direkt an den Gehweg grenzt. Elektrische Tore sollten mit automatischer Stoppfunktion ausgestattet werden, um Quetschunfälle zu vermeiden. Ein Fenster kann Licht und Belüftung in die Garage bringen, aber es kann schwierig werden, wenn die Garage auf der Grundstücksgrenze steht. Sinnvoll kann auch ein Stromanschluss in der Garage sein für Torantrieb, Beleuchtung oder Werkzeug und eventuell lässt sich hier auch ein Außenwasserhahn zugriffssicher und frostfrei anbringen. Kommen wir zu Punkt 3. Den Kosten. Eine Garage ist natürlich in der Regel, je nach Ausstattung, teurer als ein Carport. Günstige Carports aus Holz gibt es bereits ab ca. 1500 Euro. Gute Markenbausätze zum Selbstaufbau auch ab etwa 1000 Euro.
Im Baumarkt gibt es auch Bausätze für ein paar hundert Euro. Da müsst ihr euch aber fragen, ob der Aufwand für den Aufbau im Verhältnis zur Qualität und Langlebigkeit des Produkts steht. Dazu kommen immer noch die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds, die Verankerung oder Fundamente für die Pfosten und eventuell ein Anstrich oder ähnliches. Wer individuell ans Haus angepasste Carports mit Montage ordert, kann auch schnell mal bis zu 6.000 Euro ausgeben. Bei der Garage starten die Kosten in etwa bei 2.500 Euro für eine einfache Beton-Fertiggarage. Plus Fundament, das oft den Großteil der Kosten verursacht, und plus Anlieferung durch einen LKW und Aufbau. Für eine individuell geplante und gemauerte Garage mit Dachstuhl und entsprechender Ausstattung steigen die Kosten schnell auf 10.000 bis 15.000 Euro. Auch beim Garagentor gibt es eine sehr große Preisspanne. Ein einfaches Rolltor bekommt ihr schon für 300 bis 400 Euro. Ein Design-Sektionaltor vom Markenhersteller mit Antrieb und Sicherheitsfeatures kostet auch gerne mal 1.000 bis 2.000 Euro, für eine Doppelgarage entsprechend mehr. Nach oben sind die Kosten wie immer offen. Viele Fertighaushersteller oder Bauträger bieten auch Planung und Bau der Garage aus einer Hand mit an. Dann kann auch eine individuell aufs Haus abgestimmte Lösung kostengünstiger werden. Ich hoffe, das Video hat euch bei der Entscheidung Garage oder Carport geholfen. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal, am besten mit Glocke. Dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht. Von und für Hausbauhelden.